Servus Leute, hier ist der Prinz Koala mit einem Rome 2 Total War Schlachtkommentar. Und das ist eine nicht von mir erspielte Schlacht, das ist ein Replay, was mir der liebe General Mattfeld zugesendet hat. Der spielt hier gegen Lord of the Legion, der hier die Seleukiden spielt, auf einer relativ flachen Map, abgesehen von dem Stück hier, aber das ist nur außerhalb der Map. Wäre natürlich interessant, wenn das hier auch dabei wäre. Aber nein, sie spielen hier auf einer komplett ebenen Fläche, kann man ja wirklich sagen. Der General Mattfeld hatte die Ponten, glaube ich ja. Das sollten die Ponten sein. Eine Fraktion, die ich auch gerne spiele, wenn ich das Spiel mal spiele. Hat hier in der Mitte Pikeniere. Die werden an den Flanken geschützt von einmal pontischen Schwertkämpfern. Das sind wahrscheinlich normale Schwertkämpfer. Und Thureus-Speere nochmal ganz an den Flanken, die das Ganze ein bisschen vor Cavalry-Charges abschirmen sollen, vermutlich. Ganz vorneweg hat er östliche Speerkämpfer. Gut, die sehen ziemlich schwach aus und dienen wahrscheinlich eher als Meat Shield. Dafür ja ganz gut mit ihrem großen Schild, da sollten die doch ganz gut für geeignet sein. Und hat an Bogenschützen viermal... Na, östliche Steinschleuderer sind das, gar keine Bogenschützen. Hat er viermal dabei. War ziemlich schwach, aber immerhin präsent. Und an Kavallerie, Adelsblutkavallerie und die schwere Schockkavallerie von den Ponten, die pontische königliche Kavallerie auf der linken Flanke und auf der rechten Flanke wahrscheinlich genau das gleiche. Zweimal, na, hat hier einmal Adelsblut und zweimal pontische königliche. Also dreimal Adelsblut und dreimal schwere Schockkavallerie. Sein General ist da auch drin. Schauen wir doch mal. Können schon mal langsam vorlaufen lassen, was der Lord of the Legion hier dabei hat, der Seleukide. Hier vermutlich von den Fraktionen her eher die stärkere Fraktion. Seleukiden ist wirklich eine sehr starke Fraktion, was, soweit ich weiß. Soweit ich das weiß. Und er hat hier vorneweg leichte Geschossinfanterie. Das sind schwere Bogenschützen, steht da. Ah, die sind gar nicht mal so leicht. Die haben ja schon ordentliche Rüstung. Also hat hier schwere Bogenschützen. Das Ganze dreimal. Dahinter leichte Bogenschützen dreimal. Vermutlich die schweren sollen den Beschuss auf sich nehmen, weil die nicht so viel Schaden nehmen, während die anderen dann gemütlich feuern können. Weil die ja ganz schnell sterben gegen Beschuss. Die haben ja gar keine Rüstung. Und viel Infanterie sehen wir hier. Angefangen von links hat er Thureus-Speere, dann Leinpanzer-Schwertkämpfer, 1, 2, 3, 4, 4 Stück und ganz rechts nochmal Thureus-Speere. Sein General ist eine königliche Peltasteneinheit, Elite-Nahkampf-Infanterie. Und dann Kavallerie. Haben wir bei ihm nicht so viel. Jetzt hat sich hier gerade was versteckt an Kavallerie. Die haben wir leider verpasst. Aber auf der rechten Seite hat er zumindest Meder-Kavallerie. Das ist mittlere Nahkampf-Kavallerie. Ist nicht die stärkste. Könnte ja auch noch Kataphrakt nehmen als Seleukide. Und Agema-Kavallerie. Die kenne ich auch nicht. Moment mal kurz. Das ist sehr schwere Schockkavallerie, steht hier. Oh ja, ich spiele ja gerade rum. Dann muss ich mich mal kurz umbenennen. Für Rome bin ich ja... VMS! Für Rome 2 meine ich. Für Rome 1... bin ich im... Summi Inter Pares Clan, den ich am Sonntag mit einem anderen ROM 1 Spieler gegründet habe. Läuft ganz gut. Kann man nicht anders sagen. Und ist auch schön. Deshalb habe ich früher noch eine Schlacht gehabt in ROM 1, wo ich einen neuen Clan wiederum kennengelernt habe. Also die Clan-Szene ist alles andere als am Aussterben in ROM 1, was natürlich schön ist. Aber hier geht es gerade um ROM 2 und da drücken wir jetzt mal wieder auf normale Geschwindigkeit und schauen, was die beiden hier so veranstalten. Links General Mattfeld und rechts Lord of the Legion. Und wir sehen hier, dass der Mattfeld sich seiner dezenten Kavallerie-Überlegenheit bewusst ist und hier beide Flügel kommt. Der
Lord of Legion bringt seine Kavallerie zusammen, könnte natürlich dann damit auf eine Seite rushen und die Kavallerie vom Mattfeld auf einer Seite auslöschen. Deswegen ist er hier wieder ein bisschen zurückgewichen. Ich glaube, seine Kavallerie hier aus dem Versteck hat er wieder rausgezogen. Das heißt, wir haben nochmal Agema-Kavallerie und nochmal Medea-Kavallerie. Ja, so sieht's aus. Und ja, ist jetzt halt die Sache. Der Lord of the Legion hat nur zweimal Theorie-Speere und weniger Kaff. Das heißt, dass er aufpassen muss in Sachen Kavallerie. Was er aber hat, ist eine stärkere Fernkampfkomponente. Und ja, die muss er an den Mann bringen. Mal schauen, wie er das macht. Nimmt jetzt hier den Meat Shield unter Beschuss erstmal, was ja ganz gut klappt hier für den General Mattfeld. Die Steinschleuderer feuern direkt in die Bogenschützen von ihm rein. Machen da noch keine Kills, aber wie das ja bei Round 2 ist, da muss man ein bisschen warten, bis die Kills kommen. Ja, die kommen jetzt hier langsam im Meat Shield an. Tyreus Speere formen hier so ein Dreieck. Die Schwerter chargen direkt rein. Meat Shield Charge rein soll wahrscheinlich hier die Schwerter pinnen, damit die Pikeniere in ihre Phalanx gehen können. Kommt hier die Phalanx? Ja, gerade noch. Gut getimed. Und auch die Phalanx. Hier werfen Tyreus Speere in seine Schwertkämpfer. Die Schwertkämpfer hier sind noch nicht an den Mann gebracht. Die Kavallerie kommt jetzt von hinten drauf gedonnert. Der Lord of the Legion versucht jetzt seine Kavallerie durchzuziehen und vermutlich dann auf die Steinschleuderer zu schicken. Hier kommen Schwertkämpfer in die Flanke, also hier, das, die Einheit wird hier von drei Sachen bekämpft, das ist ein bisschen viel. Könnt ihr vielleicht hier auf die hier weiterziehen. Aber die da wird auf jeden Fall brechen. Hier kommen jetzt die Tyreus-Speere nochmal in die Flanke. Ja, die Kavallerie vertreibt jetzt die Steinschleuderer. Lord of the Legion schirmt das hier ein bisschen mit seinen Tyreus-Speeren ab und wirft hier in die Kavallerie rein. Gar nicht schlecht, aber hier bekommt der General Mattfeld dann einen Rear Charge in die Leinenpanzer-Schwertkämpfer, das dürfte den nicht schmecken. Und verfolgt jetzt hier auch die Kavallerie, die seine Steinschleuderer aufreibt, beschießt die auch ein bisschen. Bekommt hier auch wieder einen schönen Charge in die Leinenpanzer-Schwertkämpfer hinten rein. Und hier jetzt einmal genau in die Mitte, da wo nur noch Bogenschützen sind. Und das ist eine Sache, die ziemlich effektiv sein kann, da diese Einheiten jetzt anfangen zu routen. Was den anderen Einheiten auch nicht schmeckt. Jetzt fangen die hier an zu brechen. Die hier wabert dann auch auf der Seite. Eine Einheit ist schon weg. Die fängt jetzt auch an zu wabern. Und diese Fahnenflucht, die hier in der Mitte startet, ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Ja, jetzt sehen wir hier 100 Leinenpanzer-Schwertkämpfer, wo es schon am wabern ist. Hier ist auch am wabern. Also das ist ein richtig guter Moraleffekt gewesen, den hier mit der Adelsblut-Kavallerie hervorgerufen hat. Hier sind die Einheiten komplett umzingelt vom Lord of the Legion. Die Phalanx von ihm in der Mitte steht ja auch noch sehr gut. Kämpft hier up front gegen die Gegner. Die königlichen Peltasten sind hier ein bisschen passiv am Kämpfen. Die müssen auf jeden Fall Kills machen. Sehr teure und sehr gute Einheit. Hier kann der Lord of the Legion mit den Tyreus-Speeren die Kavallerie vom General Mattfeld, wollte ich gerade sagen, nicht wirklich catchen, aber hier passt der General Mattfeld nicht auf und lässt sich hier viele Reiter abnehmen. Die Kavallerie hätte voll mal reindonnern können, aber ja, am meisten umkämpft ist es noch hier. Hier gewinnt der Mattfeld langsam wieder sicher. Hier haben wir gesehen, da waren drei Einheiten gegen eine am Kämpfen. Die haben da jetzt gewonnen, müssen jetzt auch wieder auf jeden Fall schleunigst bewegt werden. Hier donnern jetzt Kavalleristen hinten rein in die königlichen Peltasten in den General. Können den auf jeden Fall ordentlich unter Druck setzen. Fängt jetzt hier auch an, ordentliche Leute zu verlieren und also nach und nach kann man sagen, sieht gut aus für den General Mattfeld an der Stelle. Kommen hier weitere Charges rein in die Kavallerie vom Lord of the Legion, die hier ohne Charge da das hinnehmen muss. Weil die kann man hier nicht mehr rausziehen, die ist komplett eingekesselt. Hier die Tyreus-Speere stehen wieder nutzlos rum, nachdem sie die Kavallerie vom General Mattfeld vertreiben konnten. Werden jetzt hier wieder reingezogen, da wo die meiste Kavallerie vom General Mattfeld ist, der zieht die hier aber raus, als er das sieht. Versucht wahrscheinlich einen weiteren Charge in die königlichen Peltasten reinzubekommen. Hier sind immer noch Bogenschützen, die gerade die Moral vom Gegner schwächen mit Feuerbeschuss. Gehalten wird das Ganze von, na, wer ist denn hier? In der Mitte sind noch Leinenpanzer-Schwertkämpfer, also die sind ziemlich bald Geschichte. Bekommt hier aber schöne Schüsse rein. Hat immer noch recht viel Steinschleuderer übrig, die tatsächlich die Kavallerie vom Lord of the Legion hier bewältigen konnten. Hier kommen nochmal Bogenschützen zurück. Hat er noch was? Nee, das war alles.
Ja, und hier kommt jetzt hier nochmal ein Charge rein. In die Thyreus-Speere. Hatte hier auch noch zweimal Thyreus-Speere. Da sollte er vielleicht nicht reinchargen. Ah, es ist noch umkämpft. Es ist noch umkämpft. Hat natürlich hier Steinschleudere, die auch nochmal ordentlich reinfeuern können in die königlichen Potassen, die jetzt auch nur noch 50 Mann haben. Da sollte er vielleicht mit dem Kavallerist den Todesstoß setzen. Und jetzt ist hier die rechte Flanke endlich frei. Da hat er viele Einheiten gehabt. Die können jetzt hier in den Mix gedonnert werden. Da sind fast nur noch Speerkämpfer. Die Thyreus-Speere. Und da sollte er mit Pikenieren und seinen Schwertkämpfern gut bedient sein. Die Thyreus-Speere wird er verlieren. Die ja auch beschossen werden. Aber gut, er kann hier reinschießen mit seinen Steinschleudern. Hat noch Kavallerie. Geht jetzt hier, ist in der Phalanx. Ja, der Dodo Legion geht in die Sphäre. Ist anscheinend gut, um Einheiten zu blocken. Vermute ich mal. Aber auch, ja gut, gegen Pikeniere werden die da aufgespießt. Die haben ja keine Chance, hier dran vorbeizukommen. Und hier die Schwertkämpfer sollten doch fertig werden mit den königlichen Piltasten. Wenn er denn jetzt noch Kavallerie und... Ah, mit der Kavallerie hat er hier die schweren Bogenkürzen gecharged. Auch ein guter Move, damit die ihm nicht in den Rücken schießen können. Und ja, wie gesagt, hier kämpfen Thyreus-Speere. Also diese Thyreus-Speere halten die Pikeniere gut auf, werden aber auf lange Sicht verlieren. Diese hier verlieren auch und der General ist weg. Die königlichen Piltasten sind bezwungen. Haben ja aber ordentlich Verluste auch zugefügt und können jetzt hier, kann der Lord of Legion diesen Schwertkämpfern in den Rücken schießen. Hier die Kavallerie ist fertig geworden mit den Bogenschützen. Kann jetzt auf die hier losgehen, sodass hier kein Feuer mehr in den Rücken kommt. Der Lord of the Legion lockt hier ein bisschen diese Pikeniere weg, aber ich glaube, das bringt nichts. Ja, diese Thyreus-Speere, die 50 gegen die ganzen, das sind noch über 100 Schwertkämpfer, gegen die können die nicht ankommen. Die Phalanx muss sich jetzt hier neu ausrichten, kann dann aber von der Seite reinstechen. Ja, die Bogenschützen sind jetzt hier vertrieben. Und ja gut, wenn die weg sind, kann er wahrscheinlich zum Todesstoß mit der Kavallerie reingehen. Wenn die Einheiten schon vorher fliehen, das sieht ganz danach aus. Eine Einheit ist weg, das findet die andere Thyreus-Speerchen Einheit auch nicht so toll. Und sagt sich jetzt, nö, wir kämpfen nicht mehr weiter. Und ja, dann schauen wir uns nochmal die Schlachtresultate an. GG an euch zwei. Seht ihr die Verluste und getöteten Einheiten. Und ja, wir sehen hier die Schwertkämpfer an der Stelle haben super gekämpft für den General Mattfeld. Die Kavallerie natürlich, Adelsblut-Kavallerie, das war wahrscheinlich hier eine, die da in der Mitte durchgestoßen ist, ganz viel Mass-Route verursacht hat und diese Kavallerieeinheit hat vermutlich dann am Ende noch die Bogenschützen aufgeräumt. Das war die, die wir am Ende noch gesehen haben. Die Pikeniere hat da anscheinend ganz gut reingebracht. Das hier war die letzte Einheit noch ganz gut besetzt. Die hat eben nur gegen blockende Einheiten vermutlich gekämpft. Und auf der Seite vom Lord of the Legion haben wir natürlich diese eine Kavallerie und die da wahrscheinlich die Bogenschützen aufgerieben haben. Die königlichen Piltasten waren in ihrem Element, waren aber leider unterlegen. Haben aber trotzdem dann gute Kills an den Mann gebracht. Ja, die Leinpanzer-Schwertkämpfer hat der General Mattfeld wirklich gut bearbeitet da in der Mitte. Und die Thyreus-Speere, ja, das war wahrscheinlich die Einheit, die die Kavallerie da ein bisschen off-guard erwischt hat vom General Mattfeld. Also kleine Fehlerchen auf beiden Seiten, aber gut gespielt vom General Mattfeld, gut dagegen erhalten vom Lord of the Legion. War lange noch auf der Kippe, auch wenn das alles dann schon gut für General Mattfeld aussah, aber noch nicht endgültig. Hat der Lord of the Legion bis zum Schluss dagegen gehalten und ja, schöne Schlacht von euch zwei. Hat mir Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.